Ja, ich freue mich natürlich, dass ich jetzt hier als Basel-Trainer sein darf. Das ist sicher eine ganz spezielle Sache. Ich weiss, wie der Verein tickt, wie Basel tickt. Ich hoffe einfach, dass wir jetzt wieder eine Basis schaffen können, dass wenn die Leute ins Stadion kommen, dass sie mit Freude wieder kommen können und dass wir wieder zusammen können, am gleichen Strick ziehen können und tolle Match im Jockeli erleben. Patrick, am Montag bist du noch als Assistent dabei gewesen. Jetzt ist alles sehr schnell gegangen. Wie hast du das erlebt? Ja, ich habe heute Morgen zur Mannschaft geredet und gesagt, jetzt, wir stehen hier in der Verantwortung und dort, wo wir jetzt sind, sind wir eben auch ein Teil und jetzt muss eine Reaktion an. Wir müssen die Intensität erhöhen, wir müssen einander vertrauen, wir müssen Gas geben und über das eigentlich auch wieder ein gutes Gefühl auf dem Platz bekommen. Und das geht aber immer nur, wenn man die Kadenz erhöht, wenn wir hier bereit sind, mehr zu machen. Und das ist dann noch der Schlüssel, dass auch die Resultate wieder stimmen. Jetzt bis Luzern ist relativ wenig Zeit. Was kann man in so kurzer Zeit oder was kannst du in so kurzer Zeit überhaupt für Impuls setzen? Und kann man überhaupt etwas anstoßen in so ein paar wenigen Tagen? Ja, ich glaube, das Wichtige ist, dass man nicht alles auf den Kopf stellt oder meint, man müsse an jeder Schraube drehen. Das ist absolut nicht der Fall. Es gibt ein paar Schwerpunkte, die mir wichtig sind, wo wir richtig Wochenende reinbringen und dann auch umsetzen auf dem Platz. Und ich glaube, das ist schon mal jetzt das Wichtige in der ersten Phase. Und wie gesagt, dass man bereit ist, einfach auch wieder mehr zu machen. Und da habe ich mit der Mannschaft schon klar gesprochen. Und da müssen wir einfach alle dafür bereit sein. Du sprichst Schwerpunkte an. Kannst du mir sagen, was du so für Schwerpunkte jetzt anschauen möchtest fürs Wochenende? Ja, die wird jetzt natürlich nicht zu viel verraten, weil die Luzerner werden ja das sicher auch jetzt mitbekommen. Aber sicher ist es so, dass einfach wieder mehr gemacht werden muss. Ganz banal, das ist jetzt keine wilde Sache. Jeder muss bereit sein, an seine Grenzen zu gehen. Und dann nachher bin ich sicher, nebst den anderen Sachen, die wir sicher auch noch umsetzen wollen, dass wir dann einen Schritt wieder vorwärts machen können. Jetzt hast du noch 9 Spiele bis Ende der Saison. Was sind so die Ziele und wie möchtest du das erreichen? Ja, jetzt Schritt für Schritt gehen. Jetzt ist mal der Match gegen Luzern im Fokus. Und dort werde ich einfach das sehen, die Sachen, die wir jetzt besprechen, dass wir die effektiv umsetzen können. Dann bin ich auch überzeugt, dass dann aus dem heraus auch ein gutes Resultat entsteht. Weil der FCB muss immer gewinnen. Also wir müssen einfach sagen, wir müssen jetzt auf Luzern gewinnen, weil das ist eh klar. Von uns erwarten wir, dass wir jedes Spiel gewinnt. Wir haben auch die Erwartung und das ist aber jetzt in der Vergangenheit nicht der Fall gewesen. Also müssen wir die Sachen auch ein bisschen runterbrechen und die Basics wieder besser machen. Eben vor allem mehr bereit sein zu tun. Und dann nachher bin ich sicher, dass das Resultat auch wieder werden stimmt. Aber mir geht es jetzt einmal um den Luzern-Match und dann nach dem Luzern-Match kommt der nächste. Also von Spiel zu Spiel, auch wenn das ein bisschen banal klingt und die Leute das manchmal ein bisschen anders hören, aber es ist jetzt effektiv so und das ist wichtig. Gut, und noch zum Abschluss, hast du noch eine Message an unsere Fans? Möchtest du ihnen noch etwas mit auf den Weg geben? Ja, ich freue mich natürlich, dass ich jetzt hier als Basel Trainer sein darf. Das ist sicher eine ganz spezielle Sache. Ich weiss, wie der Verein tickt, wie Basel tickt. Dass natürlich alles oft sehr kritisch ist, aber sehr viele Leute zu der FCB interessiert in der Region. Ich hoffe einfach, dass wir jetzt wieder eine Basis schaffen können, dass wenn die Leute ins Stadion kommen, dass sie mit Freude wieder kommen können und dass wir wieder zusammen können, am gleichen Strick ziehen und tolle Match im Jockeli erleben können.